Beginne deine Reise. Mit Güterzügen, mit Fern- und Regionalzügen sowie U-Bahn-Zügen. In hochdetaillierten Eisenbahnsimulationen. Zeig, was du machen kannst. Und lass dich beeindrucken. In Train Sim World 2. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Dennis. Heute spielen wir wieder Train Sim World 2 auf der Strecke London Padma auf mein Bahngesellschaft. Und zwar, wir fahren heute die B17. Für Leute, die es nicht kennen, ja, die B17 verkehrt bei mir seit 2021. Der Unternehmen an sich gibt schon seit langem, aber schon über ein Jahr. Ja, und da hier, dieser Zug ist einer der neuesten hier, der bei mir gerade fährt. Vor mir ist die S-Bahn. Wie gesagt, wir fahren heute nur bis Purley. Aber wenn ihr mehr Linien haben wollt, dann sagt es mir gerne. Ihr könnt also auch ICE sagen oder Messfahrt. Wir fahren zu schnell. Und bevor ich vergesse, Einstellungen. Bewegungsunschärfe. Leute, ich fahre übermorgen nach Essen. Wenn ihr eine Mitfahrt haben wollt, bitte gerne in die Kommis schreiben. Ja, je nachdem gucke ich, wer was will. Ja, dann streame ich. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video online kommen wird. Ich schätze mal heute um 15 Uhr, 13 Uhr, vielleicht sogar früher. Ich weiß nicht. Je nachdem, erstens, wie lange die Fahrt dauert und zweitens, wie lange das Video braucht zum Hochladen. Also wenn es ein Video ist, der über 30 Minuten geht, da braucht er, glaube ich, so halbe Stunde. Ne, nicht halbe Stunde, ich übertreibe mich. 20, 15 Minuten. Ja, und das ist die S15. Der nach wohin fährt, habe ich jetzt nicht geachtet. Der fährt nach
bei Seelhurst, okay. Seelhurst. Weiß aber nicht, davor Seelhurst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Genau. Innen drinnen steht auch. Ist geil. Finde ich schade, dass beim Zug die Anzeige nichts steht. Egal. Macht jetzt aber auch nichts Schlimmes. So, wir erreichen in wenigen Minuten Clapham Junction. Zugstopp, Überbrückung. Was zum Geier. Bringt das was? Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Clapham Junction. Dort haben Sie Umsteigemöglichkeiten zu Fernzügen sowie S-Bahnzügen. Der Ausstieg in Clapham Junction befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns bitte Fahrgästen, die in Clapham Junction aussteigen werden, und für die weiterfahrenden Fahrgäste wünsche ich eine angenehme Fahrt. Ich wiederhole, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Der Ausstieg. Nicht der Ausstieg. Genau, wir fahren die 465. So, Türen auf. Türen auf. Ich finde die Tür sounds voll geil, muss ich ehrlich sagen. Warum hier das hier mag ich am meisten. Passt genau für eine Regionalbahn oder S-Bahn. Oder was sagt ihr dazu, Leute? Auf jeden Fall B17 als mit 465, damals waren es Dostos, aber die wurden jetzt abgelöst. Was ich sehr schade finde selber, muss ich ehrlich zugeben jetzt. Und scheiße. Wo zum Geier war nochmal Perley? Ich weiß nicht, ob die Dostos noch da stehen. Das heißt, die frei bewegt, ich komme. Logo natürlich. Vielleicht müsste die andere S-Bahn kommen. Ja, yep, da kommt der und die Dostos auch noch. Ja, aber nur ein Wagen sieht man da. Lass uns mal anschauen, wie das so ist. Da kommen die Dostos, wohin fahren sie? Oh Gott, ich weiß schon. Die fahren nach Brighton. SB18. Ja, Mann, ja. Haben sogar zum Ziel, geil. Steht jetzt bei der 100. Oh, bei der 146 steht auch Bright. Das ist ja mal krass. So, hier sind wir. Oh Gott, das leckt ja übelst, warum auch immer. Wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im B17 nach Perley und wünschen ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster planmäßiger Halt ist Croydon.
Ja, Rashid ist Training voraussichtlich. Voraussichtlich um 12.17 Uhr. Denke ich also. Kann sein, dass ich noch früher komme, aber ich weiß nicht. Das so steht planmäßig, also. Mein Fahrplanheft, hier sieht man es leider nicht. Ja. Wie gesagt, ich sag's nochmal, für die Leute, die es am Anfang nicht verstanden haben. Wollt ihr, dass ich eine Mitfahrt aufnehme von der RB40 von Essen, von Hagen nach Essen. Es kann auch Rückfahrt sein, wenn ihr wollt. Wahrscheinlich werde ich leider nicht die komplette Fahrt filmen können, aber wenigstens den größten Teil. Vielleicht sogar eine halbe Stunde von der halben Stunde jetzt. Mein Handy schafft das nicht. Wahrscheinlich so 20 Minuten hin und 20 Minuten Rückfahrt. Wenn ihr das wollt, schreibt es in den Kommis, ich mach's dann. Soundtrack. Oh, Alter, mein Arm. Der ist ja voll lila geworden. Neben meiner Uhr. Ich dürfte theoretisch schneller fahren, warum mache ich das nicht? Oder 13 km/h darf ich noch fahren hier, was soll denn das? Ich finde den Sound voll geil, auch wenn ich von einem Ohr höre. So. Wie sowas? Was ist denn das, Alter? Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt war ich auch noch zu schnell. Als Mod, okay, ich muss langsam werden. Oh Gott. Ich glaube, wegen der Weiche hier vorne, ne? Hier vorne ist eine Weiche. Was mit dem
da mit dem Wagen passiert da hinten? Oh Gott, die sehen ja richtig hässlich aus. Geht mal weg von mir. Ihhh. Bah, wie eklig. Alter, gibt's doch nicht. Ja, wie lange muss ich jetzt hier weg sein? Ungefähr. Ja, super. Ich warte ein bisschen. So eine halbe Minute reicht, glaube ich schon. Außer mein Zug ist richtig langsam, aber er schafft es nicht innerhalb von einer halben Minute dahin zu weg, hinzukommen. Das reicht nicht mal, ne? Auf zu laden, du Idiot! Ich will diese zwei Bahnen von meiner Repaint weg haben, Mensch! Ich kann auch nicht schneller gehen, so ein behinderter Scheiß, Alter. Ne, ich muss erstmal die Ansage machen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir East Croydon. Sie haben Umsteigmöglichkeiten zu Fernzügen, S-Bahn und Regionalzügen. Bedachten Sie beim Aussteigen auf den... Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, schätze ich mal. Hab jetzt auch einen Scheiß geschätzt, ne? Ey, Digga! Die kleine Mistgeburt, was soll denn das? Muss ich erst auf die alte Steuerung angreifen, damit die Kamera noch schneller geht als meine richtige längere was? Meine Fresse, Alter. Na hier, Alter. Ich geh jetzt so lange, bis ich keinen Bock mehr habe, Alter. Ey. Ist mir jetzt egal, ob der Zug mit 60 reinfährt. Ich will die scheiße Muster weghaben von meinem Drecks Repaint. Ich muss jetzt erstmal anfangen zu bremsen, Alter, bevor ich mich verbremse. Aha, jetzt sind die bei 106 Meter stehen geblieben. Ja, geil, Alter. Ja, so, Alter. Das war so schwer. Ach, jetzt habe ich mir auch noch verbremst. Willst du mich halt verarschen? Haben wir ja wenigstens keine Muster? Das wäre super. Achso. Ich bin so dumm. Neue Steuerung. Dankeschön. Tagfahrt. Was war denn davor? Scheißfahrt? Burley. Ja, auf jeden Fall. Wir haben genau 17 nach, was ein geiler Scheiß. Einfach nur pünktlich. Oh Gott, warum ist jetzt die Kamera hinten? Ich will mich gerade verarschen. Grüßen die zugestiegene Fahrgäste im B17 nach Burley und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser Exemplar ist egal, der South Croydon. Wir erreichen South Croydon voraussichtlich um 12.19 Uhr. Nächste Station, South Croydon. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Richtiger Voice-Kirk-Ansage. Oh, dann kommt schon ja direkt Dingens. Ja, moin, Alter, ist ja die Fahrt kurz. Was seid ihr für Menschen, Alter? Irrelevante Menschen, Spaß. Ich mache mal Ansage von Gleis 5. Gleis 5, Einfahrt B17 nach Pölli. Abfahrt ursprünglich 12.19 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja. Abfahrt und Einfahrt und die gleiche Uhrzeit tatsächlich. Weil er nur eine halbe Minute braucht eigentlich. Please do not leave your luggage unattended on location. Luggage left unattended may be removed without warning or destroyed or damaged by the security services.
Abfahrt ist ursprünglich um 12 Uhr meinte. So sieht es aus, wenn man diese Tür hier öffnet. Wie geht das da? Der geht hoch. Wenn man sie schlägt, geht sie runter. War ja Tipp von mir, ne? Jetzt bin ich euer Vorbild geworden, Kappa. So, wo ist eigentlich der andere Spast? Ah, das ist auf einem anderen Gleis, okay. Verstehe ich. Naja, in das Land des Shit, man. Wird der rollen? Ich will das aber nicht. So! Abfahrt! Pölli! Kopie fährt man 48, kann das sein? Ist noch schlimmer. Wir begrüßen die zugestiegene Fahrgäste im B17 nach Pölle und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster planmäßiger Halt ist Pölle. Wir erreichen Pölle voraussichtlich um 12.24 Uhr. Dieser Zug endet dort, diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, wir haben es auch mal geschafft hier, ne? Endlich. Kommt dann Zug entgegen. Entgegen, sag ich schon, hinter mir. Gleich muss ich nur noch 32 fahren, das ist nicht gut. I know you are watching me. Leider sind die Dossos nicht da. Scheiße. Normalerweise habe ich die Dossos hier platziert. Nächste Station, Pölle. Dieser Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zu S-Bahn sowie Regionalverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen, habe ich gesagt. Und da ist einfach, da sind die abgestellten Dostos. Oh mein Gott, wie geht's euch? Und was zum Geil, ja? Achso. Das sind die abgestellten Dostos, ne? Genau, jetzt sind wir weiter. Das sind die abgestellten Dostos. Ich weiß nicht, ob Tails dafür ob der überhaupt zufrieden sein wird. Wenn er sie jetzt beim Video sehen würde, die Frage war, ob der überhaupt das Video gucken wird. Tails, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, schreib 1. Ne, schreib schade für die Dostos. So, ja. Also, ich war gerade bei der Ansage, ne? Ja. Ja, wir bitten alle Fahrgäste bitte achten Sie bei Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Dinge mitzunehmen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ihre südliche spezieller Bahngesellschaft. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, was ist mit dem Dostos? Da kommen Sie. Fahren Sie jetzt durch? Ernsthaft? Das wäre jetzt ein bisschen lame. Der fährt einfach durch, Alter. Hab mich erschrocken, weil ich kann ja noch von einer Seite, dann habe ich mich deswegen erschrocken. Ich habe zwar den Licht gesehen, aber plötzlich kam, habe ich nicht gesehen. Also ich muss ja das ausmachen, ne? Stimmt dann noch Rücklichter an. Das Ding runter. Das kann man nicht unterstellen, okay. Hier, Bremsen auf 3, das auf so und so, dann das hier wegmachen. Perfekt. Die eine Seite schon mal abgeschlossen. Abgerüstet. Ab von anderer Seite.
21 Minuten hat die Fahrt noch gedauert. Was? So wenig? Ich hätte definitiv mehr erwartet. Ich geh mal. Lass mal gleich zu den. Ja, Güterzug fährt auch bei uns. Täglich jetzt. Die Kamera ist ja hier hinten. Die stelle ich jetzt mal kurz hier vorne hin. Falls ich irgendwie Japanisch rede, dann sorry. Oh, Train Lights brauche ich. Na los, dreh dich um, du Huren. Ach, nur wegen einem Inventar. Ernsthaft. Warum sind die Lichter nicht an? Weil ich ja die Richtung, wenn er nicht anhab, ich Idiot. Na jetzt. Der soll erstmal kurz bleiben. Wir gucken uns mal kurz den Zug hier vorne. Hier hinten. Diesen abgestellten Dosto mit 146. Ich find's scheiße, dass man so langsam fliegt. Die sollen so mal wenigstens das wie wenn wir hier bei. Oh Gott. Bei solchen Zügen, wenn man hier so nur die R2 und R1-Taste drückt, dann soll man machen, dass man mit L1 schneller fliegt. Meine Fresse, das fuckt so ab. So, hier. Besser. Das ist die Werbung 146-266. Natürlich NSB, ne? Ben, Grüße gehen raus. Verspätung bei SSB? Wir doch nicht. Nicht wahr, Deutsche Bahn? Das soll jetzt kein Diss sein, oder? Das soll einfach nur lustig sein. Lustig darstellen. Nicht einstellen? Ja, natürlich nicht einsteigen. Was dachten? Eigentlich muss der Zug voll abgerüstet stehen. Warum der jetzt eigentlich so gut wie aufgerüstet steht, weiß ich jetzt auch nicht. Statt der Steuerwagen wäre hier vorne, aber da anscheinend war der hier. Aber immerhin sind die jetzt nicht irgendwie komplett abgerüstet oder verschrottet, weil die ja neu repainted wurden. Vor allem der hier. Der hier wurde ja richtig neu gerepainted. Gerepainted, Alter Deutsch. Was ist denn los? So, ja. Also ich glaube, der wird noch weiterfahren. Zehnmal. Sicher bin ich natürlich. Ja, dann kommt doch noch was zum Unternehmen. Ui, also lala. Ulala. Würde man hier überleben, wenn man dünn genug ist und nicht so einen dicken Arsch hat, sorry wenn ich das so sage, aber halt ist so, ne? Da würde man das schon retten. Wenn man die Türen zu, gucken wie wir die Fahrt abgeschlossen haben, dann beende ich das Video. So, und 27 Minuten, ja. Wie viel EP? 4000, okay, das ist gut. Das ist gut, ja. Ja, Leute, das war die B17, welche Linie ihr noch haben wollt. Also für S-Bahn, es gibt natürlich S-Bahn. Ich werde euch nicht nur im Stream bei ihr vorstellen, auch mal jetzt mit Videos. Mit Videos natürlich. Ja, wir sehen uns dann morgen. Ne, heute Abend, ne? Stimmt. Oder später. Keine Ahnung, wann das Video hochgeladen wird. Auf jeden Fall bis dahin.